Ja, hier ist er wieder, Ihr YouTuber, an diesem windigen Samstag. Sonne scheint, aber es ist kalt. Ja, die Kälte wäre auch irgendwie eine gute, in Anführungszeichen, gute Brücke zum Krieg in der Ukraine. Da irritiert mich doch irgendwo die Meldung jetzt, die man aus der Presse erfährt, aus dem Fernsehen erfährt. Also es würden immer so Zahlen genannt, die ich irgendwo bezweifle. Also auch im Fernsehen, 40% der deutschen West stehen hinter Putin und in der ehemaligen DDR sind 60%. Also ich bin überzeugt, dass der Prozentsatz viel höher ist. Also in der ehemaligen DDR rechne ich eigentlich mit 90%. Ich meine, die haben sie ja nie zu keiner Sekunde irgendwo von der Sowjetdiktatur hier richtig losgesagt. Ich sage nur Sarah Wagenknecht. Und was mich erschüttert ist, dass in den letzten zwei Wochen zwei Leserbriefe in unserer Zeitung abgedruckt waren. Und da schreibt einfach irgendwie so ein Idiot, ja, Putin mache doch ein Friedensangebot, ein Verhandlungsangebot nach dem anderen und Zelensky geht nicht darauf ein. Ich weiß nicht, auf welchem Planet er lebt. Ja. Also es hat nie irgendwie auch nur den Hauch und die Spur eines Verhandlungsangebots gegeben. Wirklich noch gar nie. Ja. Und das war jetzt ungefähr vor 8 Tagen, kam einer im Fernsehen, ARD, ja, aus dem Osten, also aus dem Osten, das heißt aus der ehemaligen DDR. Und da hast du an der ganzen Montur, am Aussehen hier, hast auf 100 Meter schon den Nazi gesehen. Und der hat geschrien und hat gesagt, ja, Putin hat vollkommen recht. Ja. Er soll diese scheiß Faschisten in der Ukraine alle töten. Das sind doch nur Faschisten, die die ganze Ukraine nur an die Amerikaner übergeben wollen. Und das war toll, dass einer, der praktisch den Faschisten absolut verkörpert, ja, so etwas sagt, ja. Und auch wenn ich, leider muss ich sagen, in meiner Bekanntschaft gibt es keinen einzigen oder fast keinen einzigen, der jetzt auf der Seite der Ukraine steht, sondern es sind Putin-Anhänger. Es kommen auch ganz viele Aussagen wie, die Ukraine sind doch das größte Drecksvolk in ganz Europa und es ist doch gut, wenn die endlich mal weg von der Landkarte wären. Und einer zum Beispiel fand ich auch toll, der hat gesagt, du, was soll denn das? Das ist wie im Boxkampf. Oh, da ist einer stärker und dreht den Schwächeren und haut den um. Und da muss der Schwächere natürlich aufgeben. Das ist doch ganz klar. Also, die Ukraine muss praktisch hier aufgeben. Ja, also, es ist schon irgendwie erstaunlich, was das alles hier zutage bringt. Also, ich sage nur mal hier Sarah Wagenknecht und es ist auch toll, dass sie die eigentlich im Grunde genommen vom Stalinismus, so eine wie die Wagenknecht, nie um einen Zentimeter losgesagt hat. Es ist immer noch das ganz große Beispiel und ich habe es gerade im Spiegel nochmal gelesen, ihr Hauptcredo ist natürlich Anti-Amerikanismus, das heißt, sie hasst die Amerikaner wie die Pest und natürlich zieht sie das hier bis in die SPD rein. Ich sage nur Mütze nicht, ja, der hat die letzten 30 Jahre im Grunde genommen auch immer nur eine anti-amerikanistische Politik betrieben, das heißt betrieben, zumindest verbal und hat auch immer in den Russen den großen Freund gesehen. Ich mache demnächst mal was, weil das ist ja eins, was mich in den letzten 30 Jahren schon mal bewegt hat. Und ich habe jetzt noch mal einen Kronzeugen in Anführungszeichen, habe ja schon oft berichtet von Kaiser Wilhelm II., aber auch die deutschen Romantiker, die immer betont haben, es gibt nur zwei Brudervölker auf der Welt und das sind Deutsche und Russen. Und nachdem ich mich gerade im Moment mit Stalingrad sehr beschäftige, da ist auch noch was ganz Interessantes dazu rausgekommen. Aber das gibt's irgendwann bei den nächsten Folgen. Danke fürs Zusehen.